Where are you? Knock, 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 knock. Hello. Hello, Africa. So, Julia, this first week, how was it for you? Es war super cool. Ich bin mit allen gefahren, wie man nur reisen kann. Also mit dem Auto, mit dem Truck, mit dem Motorrad, mit dem Helikopter. Es war super. Ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht. Today is the rest day. You need to rest to face Mauritania. Ich werde mich auf jeden Fall ausrasten. Und mein Moped muss gemacht werden mit Gerhard. Ja, ich bin der Bayer Gerhard, ich komme aus Oberösterreich. Heute haben wir einen Ruhetag. Es ist großer Motorservice angesagt. Wir machen den Vergaser, Ölwechsel, alles kontrollieren, dass das Bike wieder fit ist. Ja, wir hatten viel Arbeit natürlich. Einmal ist Julia dann nicht ins Biwak gekommen. Und dann ist das Motorrad sehr spät, erst um 3 Uhr früh wieder zurückgekommen. Und dann haben wir bis 6 Uhr geschraubt, dass das Motorrad wieder fit war für die nächste Etappe. Sie ist total problemlos, total, sie sagt, okay, das und das muss ich machen, also macht meine Arbeit auch leichter und ja, es funktioniert sehr gut. What do you expect for this big part of this Africa Race, Mauritania? Es wird sicher hart werden. Viel Sand, das wird hart. Are you well prepared for that? Ich hoffe. Did Christian give you good advices so far to help you to reach the arrival? Yeah. Christian, how was your week particularly? Es war eine super Woche, muss ich sagen. Sehr anstrengend natürlich. Alles tut weh, die Hände, die Füße, wirklich alles. Aber es war schöne Landschaften, bis jetzt wirklich super organisiert. Das Motorrad läuft gut, Mechaniker haben gute Arbeit gemacht und jetzt kommt der zweite anstrengende Teil. Ja, ich bin Günther Knopper. Die ganze Vorbereitung? Das ist von mir schon die erste Afrika-Race und ja, die Landschaft ist sehr schön hier und ich freue mich schon auf die zwei weiteren Länder. Und ja, es ist eine sehr schöne Rallye und es ist schön, dass wir dabei sein können und mal hoffen, dass es alles gut geht und es ist sehr schön. It's really the spirit of the old Dakar that we find here. Ja, das ist das Schöne beim Afrika-Race. Es ist wirklich der Spirit von der alten Dakar. Man fährt Originalstrecken abseits von Land und Leute durch tolle Landschaften, durch tolle Shots, wo man 160, 170 fahren kann, wie auf einer Autobahn. Es ist wirklich faszinierend. Also schön, sehr schön. We see that everybody helps each other. If you need something, even if you compete against someone, he helps you. Das ist das Schöne. Wenn man sich im Ziel sieht, es sind keine Mitstreiter, keine Wettbewerber, es ist wie eine große Familie. Jeder hilft dem anderen, jeder braucht einen Teil, jemand braucht dort was. What's your target again? It's only to reach Dakar with Julia?
Das ist das erste und das einzige Ziel, unverletzt nach Dakar kommen. Alles andere kann man nicht planen. Platzierung ist egal. Wenn man auf Sieg fährt, verletzt man sich zu 99%. Das wollen wir nicht. Wir haben alle einen Beruf. Aber wir wollen das Ziel in Dakar erreichen. Das ist unser Ziel. Dankeschön. There are not too much ladies here. How do you feel about it? Or you take your place with all those men running around you? Ich habe kein Problem damit. Es ist lustig. Es ist wirklich lustig. They take care about you? They care about you? Ja. Ganz, ganz viel. Sind sehr nett alle. Or the competitors give you some advice maybe or help? Yeah. How does it work? Ich bin ja keine Konkurrenz für Sie, von daher geben Sie mir ganz viele Tipps fürs Sandfahren und auch fürs Navigieren. Also es ist super. Es ist wirklich super. Dankeschön, Julia. Dankeschön.